heute gibt es wieder Spaß! Gaspol! Unter meiner Zipfelmütze stecken wieder viele Witze! Schwuppdiwupp, hip, hip, hurra! Servus, Kinder, ich bin da! Servus, Kaspar! Servus, Kinder! Bum, 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 Kaspar ist heute da! Bum, tralalala! Heißa und bumsasa! Rumsterila! Bum, bum, bei uns seht ihr Abenteuer, Hexen, Zauberer, Ungeheuer! Buffy, der ist auch schon da! Ra ra chi bum tra ra ra chi bum tra ra, jetzt sind wir alle da. Ra ra chi bum tra ra. Uff, geschafft. Kinder, jetzt wäre ich fast zu spät gekommen. Ja, und das wäre ganz schlecht, weil ich bin eigentlich das pünktlichste Drachel von der ganzen Welt. Oh, da sitzen aber viele kleine Drachelkinder. Ah, da hinten sitzt ja auch das kleine Viktoria-Drachel. Hallo, grüß dich. Ich finde es toll, dass ihr schon alle da seid. Und jetzt begrüße ich euch gleich mit meinem super überdrüber Drachelgedicht. Und das geht so. Drachelspucke, grünes Schwanzerl, gelbes Schopferl, Würsteltanzerl. Ich bin grün und du bist da. Ich bin der Buffy, tralala. Und jetzt kommen noch meine schönsten Drachelspucker. Kennt ihr die? Ja. Und die gehen so. Könnt ihr das auch, so schöne Drachelspucker machen, ja? Na, probieren wir gleich mal. Also, ja, ganz toll macht ihr das. Ja, ich bin ganz sicher jetzt, dass ihr wirklich kleine Drachelkinder seid. Ja, stell dich mal vor, der Kasperl hat seine Schuhe hier vor seiner Haustür stehen lassen. Also manchmal ist er ja so schlampig, aber zum Glück bin ich ja da. Und ich räume immer so schön auf, Kinder. Na, ist es bei uns nicht schön aufgeräumt hier? Ja? Oh, da beim Bett, da sehe ich noch etwas. Ah, das sind... Die Flossen, die habe ich vergessen. Was ist das? Ein Skistock. Oh, besser. So, na gut. Aber sonst ist es sehr schön bei uns. Aber sagt Kinder, war der Kasperl schon da? Nein? Na, dann rufen wir ihn doch einfach alle. Los geht's. Kasperl! 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 Ja, da bin ich schon, liebe Kinder. Puffi, Servus! Bussi, Puffi, Puffi! Bussi, Kasperl, Bussi! Bums, der Nasl, ist das schön, dass ihr schon da seid. Da werde ich euch gleich begrüßen. Gut. Aber ganz, ganz leise. Psst. Zippeti, zippeti, zappeti, zupp. Einmal schwipp und einmal schwupp. Piffzi, paffzi, tralala. Und der Kasperl, der ist da. Seid ihr auch alle da? Das war aber leise. Das war so leise wie die Mäuse. Seid ihr wirklich alle da? Der Nazl, das ist fein. So soll es sein, dass du den Kasperl immer freuen willst. Ja, Kasperl, so. Aber jetzt sage ich dir was. Ja, sag du mir was. Du hast deine Schuhe vor unserer Tür stehen lassen. Vielleicht hätte sie da jemand stehlen können, ha? Buffy? Ja? Du, das sind nicht meine Schuhe. Was? Na, schau doch, die wären mir doch viel zu groß. Habe ich recht, Kinder? Siehst? Ha? Siehst du, Buffy, weißt du was? Ja? Wir fragen später in unserer ganzen Straße, wem diese Schuchel da eigentlich gehören, ha? Gut. Ja, jetzt habe ich aber einen riesen Kasperlhunger. Was gibt's denn heute zur Jause? Vielleicht eine Brause? Nein. Oder Buffy, hast du im Kasten gibt's keine Jause. Aber vielleicht hast du ein Knödelballerchinken gekocht? Nein. Nein, nein. Oder vielleicht eine gezuckerte Würsteltorte. Schmatz, 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 schmatz. Nein? Nein, Kasperl. Buffy? Ja? Der riecht so nach Käse. Käse? Hast du eine Käseplatte gemacht oder ist das dein Stinkgeflosser? Aber nein, ja. Ui, das Kasperl. Stinkt.
Ja, es stinkt wirklich. Ja, ja. Also eine gezuckerte Würsteltorte wäre mir lieber gewesen. Na, Kasperl, spott nur. Aber ich möchte nur sagen, immer muss ich alles wegräumen, ich ganz alleine. Und da vergesse ich halt manchmal was, ja? Der Buffy, ich räum auch zusammen. Du bist ein angerührtes Drachenwürstel. Naja, ist ja nicht schlimm. Dann koche ich halt selber. Kinder, ich koche uns eine Karottensuppe mit Kokoschokolade. Ja. Bitte? Was ist? Hä? Was sagt ihr? Wo? Ein Wurm? Was? Achso, ein Schuh? Ein Schuchel? Das hat sich bewegt? Was? Ein Schuchel kann sich doch nicht von selber bewegen. Nein, das geht ja überhaupt nicht, weil die hat ja niemand an. Ja, das wissen wir doch. Genau. Also, Buffy, jetzt räumen wir erst einmal ein bisschen auf. Ja, gut. Zuerst nehmen wir dein Stinkeflosserl da. Gut, komm. Kasperl, und das gehen wir hinter das Bett. Ja. Das riecht schlecht. Na gut, ja. Und dann nehm ich... Was? Was denn? Was ist jetzt? Kinder, was ist passiert? Kasperl, der Schuh hat sich bewegt. Liebe Kinder, also damit ihr keine Angst nie haben müsstet, setzt sich der Buffy und der Kasperl jetzt daher und passen auf die Schuhe auf. Gut, gut. Sitzt du gut? Ja, ich sitze hervorragend. Ja, Buffy. Geh, schalte ein bisschen das Radio an, weil sonst ist mir fad, ich brauche ein bisschen Musik. Eine gute Idee, Kasperl, ja. Ist ja auch eine Kasperl-Idee. Ich schalte mal da ein. So. Ja. Was ist das? Diese. Schau nur. Was? Bums, den Nazelkinder. Ihr habt's recht. Die tanzen. Diese Schuhe, die bewegen sich nicht nur, die da tanzen. Ja, die tanzen, Kasperl, wirklich. Die machen ein Würsteltanzerl. Schau nur. Du, das sind keine gewöhnlichen Schuhe. Hey, ich schalte mal das Radio aus, ja? Ja, gut, Kasperl, gut. Und die tanzen da wirklich. Das ist ja komisch. Jetzt haben sie aufgehört zu tanzen, Kasperl. Ich glaube, die tanzen nur, wenn sie Musik hören. Oh. Du bist ein so gescheiter Buffy. Ja. Du hast natürlich recht. Was ist? Kinder? Hm? Hat's geklopft? Ja. Aha. Was ist das? Ja, wer kann denn das sein? Sollen wir aufmachen? Schau mal, wer. Ein Indianer! Wo? Da beim Fenster. Ein Indianer? Warte, ich mache mal gleich auf. Grüße Sie Gott! Ich bin Pilatschi, der Häuptling der Zirkusapachen. Seid ihr Kasperl und Buffy? Bitte. Grüß Gott, Herr Pichipatschi. Ich bin der Kasperl. Ja, und ich bin der Buffy. Guten Tag, Herr Pililala. Guten Tag. Lalu. Lulu? Was schafft uns denn die Öre ihres Besuches, Herr? Ihr beiden habt meine tanzenden Schuhe gestohlen. Was? Das sind Ihre Schuhe? Aber die sind vor unserer Tür gestanden, Herr Pili, Pili, Lili, Luli. Ja, wirklich? Ja, wirklich, Herr Pipi, Lulu, Lili, diese Schuhe haben ein super Würsteltanzerl gemacht. Ja? Meine Brüder und ich sind Zirkuskünstler. Die tanzenden Schuhe sind unsere Zirkusnummer. Warum habt ihr unsere Zirkusnummer gestohlen? Ja, aber Herr Pilipacci, ich habe Ihnen doch schon gesagt, diese Schuhe sind vor unserer Tür gestanden. Ich habe sie dann hereingetragen, weil ich geglaubt habe, sie gehören dem Kasperl. Und die Kinder haben es genau gesehen. Ja, genau so war's. Wir würden doch Ihre Schuhe nicht niemals stehlen. Wir sind doch keine Diebe. Nicht wahr, Kinder? Ist das wahr, Kinder? Ja! Ha? Gut. Da hören Sie's. Ich glaube euch. Na eben. Wer ist nun dieser grüne Mann, der mir gesagt hat, ihr hättet meine Schuhe gestohlen? Was? Ein grüner Mann? Vielleicht mit so einer Spitzenmütze? Und mit einem Zauberstab in der Hand? Spitze Mütze, Zauberstab, ja. Ah, Bums, der Natzel, Herr Häuptling. Oh. Das war der Tintifax. Ja, das war der Tintifax. Ja. Das ist ein ganz böser Zauberer. Ein ganz böser. Hey. Polacci, Polici, bitte wie? Meine Brüder kommt. Der grüne Mann hat unsere Schuhe gestohlen. Schau.
und sie dem Kasperl und dem Buffy vor die Tür gestellt. Hey, ich bin Polacci. Hey, ich bin Polici. Sehr erfreut, liebe Bubo, Brüder. Wir sind der Kasperl. Und der Buffy. Ja. Guten Tag. Ja. Wir laden euch zu einer Zirkusvorstellung ein. Mhm. Ihr sollt unsere Ehrengäste sein. Ja. Huck. Wir freuen uns. Huck. Danke. Dankeschön. Wir kommen gern. Ja. Huck. Auf Wiedersehen, Kasperl und Buffy. Ja. Sucht den grünen Mann und bestraft ihn. Mhm. Er will euch Böses. Das wissen wir, großer Herr Häuptling. Ja. Und nun, meine Brüder, nehmt unsere Schuhe. Wir haben unsere Zirkusnummer wieder. Was ist jetzt los? Bums, der Nazl. Herr Palatschinki, jetzt hat er sich die Schucherl und ihre Brüder geholt, der grüne Mann. So wahr ich Häuptling Pilatschi bin, dieser grüne Mann wird bestraft werden. Ich grabe das Kriegsbeil aus. Oh, ja. Herr der Buffy und ich, wir graben auch aus. Genau. Was wir finden, auch das Kriegsbeil. Ja, oder wie man auf gut Indianisch sagt. Ja, genau. Ja. Hau. Mhm. Wen haust du? Den Tintifax, wen sonst? Ach so, ja, den Tintifax. Kinder, der Buffy und ich, wir sausen jetzt aufs Schloss des Tintifax. Ja. Und Sie, Herr Indianerhäuptling, Sie gehen derweil in den Zirkus zurück, ja? Sie müssen uns vertrauen, wir werden diesen grünen Mann überlisten. Ich werde bei euch sein, wenn ihr mich braucht, ihr tapferen Bleichgesichter. Mein Zauber ist größer als der Zauber des grünen Mannes. Mhm. Ja, hoffentlich, Herr Kinder, liebe tapfere Brüder und Schwestern, ihr kommt doch auch alle mit uns, oder? Ja, super. Also auf zum Schloss vom Tintifax. Auf drei sausen wir los. Eins, zwei, drei, los geht's. Los geht's. Mein übergroßer Herr Tintifax ist der allergrößte. Da sind sie drin, die Schuhe und die Indianer. Da drin in diesem Zauberzaun. So eine große Erfindung von meinem allergrößten Superherrn und Meister. Oh, Meister, er kommt. Hier bin ich wieder, ich. Tintifax der Erste, der größte Hexenmeister aller Zeiten. Oft kopiert, doch nie erreicht. Nein. Ich bin der Allergrößte. Jetzt habe ich meine eigene Zirkusnummer. Ja. Aber verdächtigt werden der Kasperl und der Buffy. Na, Eusebius, bin ich nicht genial? Ich bin genial, mein allergrößter Übertrüberherr. Nicht du, ich bin genial. Ja, ich bin. Ich? Ach, was du dummer Zauberdiener, du verstehst nichts, gar nichts. Warum hast du den Zauberzaun noch nicht aufgemacht, ha? Aufmachen? Gute Idee, Megaherr. Ach, du bist wirklich der allerdümmste Zauberdiener von der ganzen Welt. Ja, alles muss ich selber machen. Ja. Geh weg und mach mir meine Jause.
Heute will ich Krötensuppe, Spinnenbeine und Gespenstersalat. Das macht mich noch genialer. Los, los, weg mit dir! Ja, ihr großer Überherr, ich eile, ich fliege, weg mit mir, weg, weg. Alles muss man selber machen. Zauberzaun! Hey, öffne dich! Ich will meine Zirkusnummer sehen und die Indianer einsperren. Los, los! Hey, was ist denn das? Hey, Zauberzaun, bleib stehen! Du musst mir gehorchen! Du bist meine Erfindung! Bleib stehen! Bleib stehen! Kinder! Kinder! Seid ihr da? Bums, der Natzel, da bin ich aber froh. Kinder, wo ist denn der Zauberzaun? Ja. Aha, also, aber wo ist denn der Tintifax? Aber wo ist denn der Zauberzaun? Ja. Aha, und wo ist der Tintifax? Ja, und wo ist der Gepuffi? Da sind beide darüber da. Weißt du, wenn wir einmal... Oh, und pass auf, wir verstecken uns, der Tintifax kommt. Komm, Chef, rasch, komm. Hey, Zauberzaun, stehen bleiben. Ich kann nicht mehr. Bleib stehen, sag ich. Warum gehorchst du mir nicht? Bleib stehen. Ich krieg keine Luft mehr. Ich krieg du... Bums, der Natzel, Kinder... Puh. Dem Tintifax geht's aber gar nicht gut. Nein. Ich glaube, die Zauberzaunerfindung vom Tintifax funktioniert nicht ganz so, wie er sich das vorstellt. Mhm. Kinder, habt ihr gesehen? Dieser Zauberzaun, der macht doch, was er will. Genau. Der gehorcht dem Tintifax überhaupt nicht. Ja, das ist wahr. Ja. Kasperl, glaubst du, sind die Schuhe und die Brüder Popo noch im Zauberzaun drin? Die Brüder Popo? Ja. Aber was meint ihr, Kinder, sind die noch drin? Ja. Was meint ihr, sind die noch drinnen? Schon, gell? Glaubt ihr, sind drinnen, ja. Du, wir müssen was unternehmen. Ja, aber was? Habt ihr eine Idee, was wir unternehmen könnten? Ja, was denn? Ach so, da kommt schon wieder jemand. Schnell verstecken. Los, komm, rasch, Kasperl. Verstecken. Ui. Das ist ja nur der Zauberzaun. Ja. Kinder, sollen wir versuchen, den Zauberzaun aufzumachen? Ja gut, na komm, Kasperl, versuchen können wir es ja. Aber was machen wir, wenn der Tintifax wiederkommt? Dann verstecken wir uns einfach wieder. Also gut. Ja, ganz einfach. Ja. Also gut, wir zählen bis drei und dann machen wir auf, ja? Gut. Also, eins, zwei... Drei und so, auf! Au, Kasperl, meine Schnauzerl! Das geht so nicht! Das geht so nicht! Nein! Wenn der Häuptling Pfidschi Gogel da wäre, der hätte vielleicht irgendeinen Zauber. Was? Ja. Was? Schau nur da! Was ist das? Der Natzel! Das muss der Häuptling gewesen sein! Ja. Der hat gehört, dass wir ihn brauchen! Ja, der Häuptling Pipilacci hat ja gesagt, er ist bei uns, wenn wir ihn brauchen. Gell, ja, das hat er gesagt. Hat er gesagt. Aber vielleicht geht der Zauberzaun jetzt auch auf. Na gut. Versuchen wir es noch einmal. Ja. Komm. Also, eins, zwei, drei und... Es geht. Diese Seite hier. Was ist das? Wir sind wieder da. Sind Sie ja. Danke. Ihr tapferen Brüder, danke. Die anderen Brüder, nehmt eure Schuchen und saust in den Zirkus zurück, weil der grüne Mann, der kann jede Sekunde wieder zurückkommen. Und schönen Gruß an den großen Häuptling. Der hat uns ja so geholfen. Ja, bitte. Der hat uns so geholfen. Kinder, ihr müsst auch in den Zirkus kommen, ja? Ja, auch in den Zirkus kommen. Ja, wir kommen alle, aber jetzt geht schon endlich. Baba! Ja, Baba! Baba! Du, Kasperl, warum laufen wir denn jetzt nicht auch gleich nach Hause?
weil ich mit diesem grünen Mann noch ein Hühnchen zu rupfen habe, Puffy. Eine ganze Hühnerfarm. Mhm. Kinder, ich habe nämlich eine Idee. Ja, was? Ich rede einmal mit diesem Zauberzaun. Mhm. Pass auf. Ja, gut, rede einmal. Du, Zauberzaun, magst du den Tintifax? Das ist... Oh. Habt ihr gesehen, Kinder? Lieber Zauberzaun, hilfst du uns, den Tintifax reinzulegen? Super, Kasperl, der hilft uns. Ja, was magst du jetzt, Kasperl? Du wirst gleich sehen, Puffy. Ja, was? Pass auf, jetzt verstecken wir uns einmal. Komm, der Tintifax, komm. Verstecken wir uns. Da steht er, ja, der Zauberzaun. Jetzt hab ich dich. Endlich. Auf! Du sollst aufgehen. Los! Los! Zauberzaun, geh auf! Endlich! Gehorchst du mir? Na, endlich! Endlich bist du offen! Gott sei Dank! Aber da ist ja niemand drin! Wo sind die Schuhe und die Indianer? Die waren doch noch da drin! Jetzt schließen, Zauberzaun! Was soll denn das? Du vermalerteiter Zaun! Falsch! Halt! Du gemeiner Tintifax! Du hast dem Indianerhäuptling gesagt, dass der Puffy und ich seine tanzenden Schuhe gestohlen haben. Halt, hab ich gesagt, auf! Halt! Du bist ein Lügner, du großer, eiser Krieger, Mann! Ja. Da sind ja der Kasperl und der Puffy. Genau. Da, wartet. Einmal wird es mir gelingen, euch zu fangen. Los, öffnet den Zaun. Der gehorcht mir nicht mehr. Grüner Mann, er hat dir nie richtig gehorcht. Also, Tintifax, deine Erfindungen sind auch nicht mehr das, was sie waren. Weißt was? Jetzt hüpfst du deinem Zauberdiener Eusebius und isst dort deinen Spenzelsalat. Schön. Nein. Mach den Zaun auf. Mach den Zaun auf. Danke, lieber Zauberzaun. Na, wartet. Halt. Das werdet ihr mir büßen. Ja, grüner Mann. Baba. Einmal wird es mir gelingen, euch alle zu fangen. Und dann... Kinder, danke für eure Hilfe. Aber jetzt nix wie weg da. Kasperl, weißt du eigentlich, was so traurig ist? Nein, Buffy, was ist denn so traurig? Ja, dass wir uns die Namen unserer Indianerbrüder einfach nicht merken können. Aber geh, Buffy, ich kann das schon. Der eine heißt Popo, und der andere, der Pipilulu. Pipiluli. Ja, also wir müssen halt üben, Buffy. Gut. Aber jetzt müssen wir uns zuerst noch von den Kindern verabschieden. Aha. Herr Kapellmeister, Musik! Trara, Jimbom, trara, der Kasperl, der war da. Und es war sehr schön, doch müssen wir jetzt gehen. Kasperl und der Buffy, ja, beide sind bald wieder da. 8., 9., 10., wir sagen auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Pass auf deine Schuhe auf, ja? Alles Liebe! Ja, immer auf die Schuhe laufen, pass, besonders wenn es Zauberschuhe sind. Genau. Schuppdiwuppipip, hurra! Morgen bin ich wieder da! Servus, Kinder! Servus, Kasperl! Quack, quack, quack! Die Lösung des letzten Rätselreims lautet Rabe. Gewonnen haben Marie, Viktoria und Katharina aus Graz, Jonas und Nico aus Wiesfleck, Finn Kilian aus Wien, Giovanna aus Wädenswil in der Schweiz, sowie Fabian aus Kitzbühel und Lisa aus Kirchberg. Und gewonnen habt ihr das Spiel Sockenzocken, bereitgestellt von Toys R Us Quark. Herzliche Gratulation! Wie immer könnt ihr alle Gewinner noch einmal nachlesen auf unserer Homepage okidoki.orf.at oder im ORF Teletext auf Seite 360. Und hier kommt schon ein neuer Rätselreim. Ich sage Buh, man soll erschrecken und schnell soll man sich dann verstecken. Ich spuke gern, ob du mich kennst? Ich bin das kleine Schloss. Wenn ihr die Lösung wisst, dann schickt sie uns Quark an servuskasperl@orf.at.
Schwuppdiwuppipipura, morgen bin ich wieder da. Also, das ist der Fahnenpfad. Und ich ziehe jetzt meinen Panzer aus, weil bei der kleinen Schanze stört er eh nur. Also, ich habe meinen Eltern versprochen, dass ich nicht ohne Rückenprotektor fahre. Gerade im Fahnenpfad. Hey, kannst du Switch 540 über den Kicker? Das war ein Switch 720 Stalefish Crab, Mann. Sokrates? Was machst du da? Ich lerne Snowboardisch. Du lernst was? Snowboardisch. Die Snowboarder haben nämlich eine eigene Sprache. Und jetzt stell dir vor, wir kommen zu einer unsicheren Snowboard-Situation und der Snowboarder versteht nicht, was wir sagen. Aber Sokrates, die Snowboarder haben zwar eine eigene... Achtung, Achtung, Mausalarm, Mausalarm. Willst du ihn nicht doch lieber anlassen? Bitte, der Panzer ist doch nur für Anfänger. Bei der kleinen Schanze brauche ich ihn eh nicht, da stört er nur. Außerdem, die Pros fahren auch alle ohne Panzer. Glaubst du echt? Ja, sicher, der Panzer ist doch nur für Noobs. Für Newbies. Hä? Na, für Anfänger. Aber... eigentlich bin ich doch noch einer, oder? Ja, du vielleicht, aber ich nicht. Justus, nicht! Halt! Also ich habe meinen Eltern versprochen, dass ich nicht ohne Rückenprotektor fahre. Gerade im Fahnenpark. Und das ist auch gut so! Helmi? Hallo Jungs, erklärt mir doch mal, was der Wirbelsäulenschutz bringen soll, wenn er da im Schnee liegt. Aber Helmi, für die kleine Schanze brauche ich den noch nicht. Den habe ich schon 1000 Mal gemacht. Außerdem ist der Panzer nur für Anfänger. Sokrates, was machst du denn da? Ja, ich habe gedacht, du brauchst vielleicht einen Übersetzer. Einen Übersetzer? Ja, weil du doch nicht snowboardisch kannst. Justus, glaubst du denn, einen Slam legst du nur hin, wenn du inverted air springst? Das kann dir bei jedem Olli passieren. Hä? Und du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Pros ohne Schoner jumpen. Check mal die Rider da drüben aus. Awesome. Und wetten, die beiden jumpen mit Protektor? Wie willst du denn das beweisen? Check it out, Captain. Das siehst du, Justus. Die haben es voll drauf und tragen trotzdem ihre Rückenprotektoren. Also ich zieh meinen bestimmt nicht aus. Und ich zieh meinen wieder an. War echt eine blöde Idee, ohne zu jumpen. Kann ja immer was passieren. Ganz genau. Und am besten schützt ihr euren Kopf mit einem Helm. Eure Wirbelsäule mit einem Rückenprotektor. Und eure Handgelenke mit speziellen Handschuhen. Haben wir alles. Ja, jetzt schon. Danke, Helmi. Danke, Sokrates. Tschüss. Tschüss. Tschüss! Sag mal, Sokrates, woher hast du gewusst, dass die beiden Snowboarder ihre Jacken ausziehen, sodass man die Rückenschoner sehen kann?
Na, ganz einfach. Ich habe ihnen gesteckt, dass sie zwei Snowboard-Newbies ein bisschen kickeln, switchen und Ehren zeigen sollen. Sokrates! Also ein paar coole Sprünge zeigen sollen und dann beweisen, dass auch den Pros die Safety, ich meine, den Profis die Sicherheit wichtig ist. Das hast du super gemacht, Sokrates! Ja, nicht wahr? Da sieht man wieder, wie gut es ist, wenn man Fremdsprachen kann. Noch mehr Infos und coole Spiele findest du auf meiner Homepage www.helmi.at. Mein übergroßer Herr Tintifax ist der allergrößte. Da sind sie drin, die Schuhe und die Indianer. Da drin in diesem Zauberzaun. So eine große Erfindung von meinem allergrößten Superherrn und Meister. Oh, oh, Meister, Meister, er kommt. Hier bin ich wieder, ich. Tintifax der Erste, der größte Hexenmeister ja, aller Zeiten. Oft kopiert, doch nie erreicht. Nein, nein, nein. Ich bin der Allergrößte. Jetzt habe ich meine eigene Zirkusnummer. Ja. Aber verdächtigt werden der Kasperl und der Puffy. Na, Eusebius, ja. Bin ich nicht genial? Ich bin genial, mein allergrößter Übertrüberherr. Nicht du, ich bin genial. Ja, ich bin... Ich? Ach, was du dummer Zauberdiener, du verstehst nichts, gar nein. Nichts. Warum hast du den Zauberzaun noch nicht aufgemacht, ha? Aufmachen? Gute Idee, Megaherr. Ach, du bist wirklich der allerdümmste Zauberdiener von der ganzen Welt. Ja, alles ja. Muss ich selber machen. Ja. Geh weg und mach ja. Mir meine Jause. Heute okay. Will ich Krötensuppe, Spinnenbeine und Gespenstersalat. Das macht mich noch genialer. Los, los, weg mit dir! Ja, ihr großer Überherr, ich eile, ich fliege, weg mit mir, weg, weg! Alles muss man selber machen. Zauberzaun! Hey, öffne dich! Ich will meine Zirkusnummer sehen und die Indianer einsperren. Los, los! Hey, was ist denn das? Hey, Zauberzaun, bleib stehen! Du musst mir gehorchen! Du bist meine Erfindung! Bleib stehen! Bleib stehen! Kinder! Quack, quack, quack. Die Lösung des letzten Rätselreims lautet Rabe. Gewonnen haben Marie, Viktoria und Katharina aus Graz, Jonas und Nico aus Wiesfleck, Finn Kilian aus Wien, Giovanna aus Wädenswil in der Schweiz, sowie Fabian aus Kitzbühel und Lisa aus Kirchberg. Und gewonnen habt ihr das Spiel Sockenzocken, bereitgestellt von Toys R Us. Quark. Herzliche Gratulation! Wie immer könnt ihr alle Gewinner noch einmal nachlesen auf unserer Homepage okidoki.orf.at oder im ORF-Teletext auf Seite 360. Und hier kommt schon ein neuer Rätselreim. Ich sage Buh, man soll erschrecken und schnell soll man sich dann verstecken. Ich spuke gern, ob du mich kennst? Ich bin das kleine Schloss. Wenn ihr die Lösung wisst, dann schickt sie uns Quark an servuskasperl@orf.at. Schuppdiwuppipipura, morgen bin ich wieder da. Augen
Landung. Also, das ist der Fun-Park. Und ich ziehe jetzt meinen Panzer aus, weil bei der kleinen Schanze stört er eh nur. Also ich habe meinen Eltern versprochen, dass ich nicht ohne Rückenprotektor fahre. Gerade im Fun-Park. Hey, kannst du Switch 540 über den Kicker? Das war ein Switch 720 Steelfish Crab, Mann. Sokrates? Was machst du da? Ich lerne Snowboardisch. Du lernst was? Snowboardisch. Die Snowboarder haben nämlich eine eigene Sprache. Und jetzt stell dir vor, wir kommen zu einer unsicheren Snowboard-Situation und der Snowboarder versteht nicht, was wir sagen. Aber Sokrates, die Snowboarder haben zwar eine eigene... Achtung, du bist meine Erfindung! Bleib stehen! Kinder, seid ihr da? Bums, der Natzel, da bin ich aber froh. Kinder, wo ist denn der Zauberzaun? Ja. Aber wo ist denn der Tintifax? Aber wo ist denn der Zauberzaun? Ja. Aha, und wo ist der Tintifax? Ja, und wo ist der... Da sind beide darüber da. Weißt du, wir werden mal... Oh, und pass auf, wir verstecken uns, der Tintifax kommt. Komm, Chef, rasch, Kasper. Hey, Zauberzaun, stehen bleiben. Ich kann nicht mehr. Bleib stehen, sag ich. Warum gehorchst du mir nicht? Bleib stehen. Ich krieg keine Luft mehr. Ich krieg du... Bums, der Natzel, Kinder. Dem Tintifax geht's aber gar nicht gut. Nein. Ich glaube, die Zauberzaunerfindung vom Tintifax funktioniert nicht ganz so, wie er sich das vorstellt. Mhm. Kinder, habt ihr gesehen? Dieser Zauberzaun, der macht doch, was er will. Genau. Der gehorcht dem Tintifax überhaupt nicht. Ja, das ist wahr. Ja. Kasperl, glaubst du, sind die Schuhe und die Brüder Popo noch im Zauberzaun drin? Die Brüder Popo? Ja. Aber was meint ihr, Kinder, sind die noch drin? Ja. Was meint ihr, sind die noch drinnen? Schon, gell? Glaubt ihr, sind drinnen, ja. Du, wir müssen was unternehmen. Ja, aber was? Habt ihr eine Idee, was wir unternehmen könnten? Ja. Was denn? Ach so. Da kommt schon wieder jemand. Schnell verstecken. Los, komm rasch, Kasperl. Verstecken. Ui. Das ist ja nur der Zauberzaun. Ja. Kinder, sollen wir versuchen, den Zauberzaun aufzumachen? Ja gut, na komm, Kasperl, versuchen. Komm. Versuchen können wir es ja. Aber was machen wir, wenn der Tintifax wiederkommt? Dann verstecken wir uns einfach wieder. Also gut, ja, ganz einfach. Ja. Also gut, wir zählen bis drei und dann machen wir auf, ja? Gut. Also, eins, zwei... Drei und so, auf! Au, Kasperl, meine Schnauzerl! Das geht so nicht! Nein! Wenn der Häuptling Pfidschi Gogel da wäre, der hätte vielleicht irgendeinen Zauber. Was? Ja. Was? Schau nur da! Was ist das? Monsternatzel! Das muss der Häuptling gewesen sein! Ja. Der hat gehört, dass wir ihn brauchen! Ja, der Häuptling Pipilacci hat ja gesagt... servuskasperl@orf.at. Schuppdiwuppipipura, morgen bin ich wieder da! Also, das ist der Fun-Park. Und ich
ziehe jetzt meinen Panzer aus, weil bei der kleinen Schanze stört er eh nur. Also ich habe meinen Eltern versprochen, dass ich nicht ohne Rückenprotektor fahre. Gerade im Funpark. Hey, kannst du Switch 540 über den Kicker? Das war ein Switch 720 Steelfish Crab, Mann. Sokrates? Was machst du da? Ich lerne Snowboardisch. Du lernst was? Snowboardisch. Die Snowboarder haben nämlich eine eigene Sprache. Und jetzt stell dir vor, wir kommen zu einer unsicheren Snowboard-Situation und der Snowboarder versteht nicht, was wir sagen. Aber Sokrates, die Snowboarder haben zwar eine eigene... Achtung, Achtung, Mausalarm, Mausalarm. Willst du ihn nicht doch lieber anlassen? Bitte, der Panzer ist doch nur für Anfänger. Bei der kleinen Schanze brauche ich ihn eh nicht, da stört er nur. Außerdem, die Pros fahren auch alle ohne Panzer. Glaubst du echt? Ja, sicher, der Panzer ist doch nur für Noobs. Für Newbies. Hä? Na, für Anfänger. Aber eigentlich bin ich doch noch einer, oder? Ja, du vielleicht, aber ich nicht. Justus, nicht! Ich habe meinen Eltern versprochen, dass ich nicht ohne Rückenprotektor fahre. Gerade im Funpark. Und das ist auch gut so! Helmi? Hallo Jungs, erklärt mir doch mal, was der Wirbelsäulenschutz bringen soll, wenn er da im Schnee liegt. Was meinst du, hier sind die noch drinnen? Schon, gell? Glaubt ihr, ja? Sind drinnen, ja? Du, wir müssen was unternehmen. Ja, aber was? Habt ihr eine Idee, was wir unternehmen könnten? Ja! Was denn? Ach so? Oh, da kommt schon wieder jemand! Schnell verstecken! Los, komm rasch, Kasperl! Ui! Das ist ja nur der Zauberzaun! Ja! Kinder, sollen wir versuchen, den Zauberzaun aufzumachen? Ja, gut, na, komm, Kasperl, versuchen können wir es ja. Aber was machen wir, wenn der Tintifax wiederkommt? Oh, dann verstecken wir uns einfach wieder. Also gut, ja, gut. Ganz einfach, ja. Okay, also gut, wir zählen bis drei und dann machen wir auf, ja? Gut. Also, eins, zwei, drei und so, auf! Au, Kasperl, meine Schnauzerl, au, das geht so nicht, geht so nicht. Nein. Wenn der Häuptling Pfidschi Gogel da wäre, der hätte vielleicht irgendeinen Zauber. Was? Ja. Was? Schau nur da. Oh, was ist das? Monsternazel. Das muss der Häuptling gewesen sein. Ja. Der hat gehört, dass wir ihn brauchen. Ja, ja, der Häuptling Pipilacci hat ja gesagt, er ist bei uns, wenn wir ihn brauchen. Gell, ja, das hat er gesagt. Hat er gesagt. Aber vielleicht geht der Zauberzaun jetzt auch auf. Na gut. Versuchen wir es noch einmal. Ja, komm. Also, eins, zwei, drei und auf. Ja, du musst auf die andere Seite. Fest, Kasperl, los. Es geht. Schnell. Diese Seite hier. Was ist das? Wir sind wieder da. Sind Sie ja. Danke. Ihr tapferen Brüder, danke. Ich bin die anderen Brüder. Nehmt eure Schuchen und saust in den Zirkus zurück, weil der grüne Mann, der kann jede Sekunde wieder zurückkommen. Und schönen Gruß an den großen Häuptling. Ja, der hat uns ja so geholfen. Ja, bitte, ihr habt uns so geholfen. Ja, Kinder, ihr müsst auch in den Zirkus kommen, ja? Ja, auch in den Zirkus kommen. Ja, wir kommen alle, aber jetzt geht's schon endlich. Baba! Ja, Baba! Du, Kasperl, warum laufen wir denn jetzt nicht auch gleich nach Hause? Weil ich mit diesem grünen Mann noch ein Hühnchen zu rupfen habe, Puffy. Eine ganze Hühnerfarm. Mhm. Kinder, ich habe nämlich eine Idee. Ja, was? Ich rede einmal mit diesem Zauberzaun. Mhm. Pass auf. Ja, gut, rede einmal. Du, Zauberzaun, magst du den Tintifax? Habt ihr gesehen, Kinder?
Lieber Zauberzaun, hilfst du uns, den Tintifax reinzulegen? Super, Kasperl, ja, zum Glück bin ich ja da. Und ich räume immer so schön auf, Kinder. Na, ist es bei uns nicht schön aufgeräumt hier? Ja? Oh, da beim Bett, da sehe ich noch etwas. Ah, das sind... Die Flossen, die habe ich vergessen. Was ist das? Ein Skistock. Oh, besser. So, na gut. Aber sonst ist es sehr schön bei uns. Aber sagt, Kinder, war der Kasperl schon da? Nein? Na, dann rufen wir ihn doch einfach alle. Los geht's. Kasperl! 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 Ja, da bin ich schon, liebe Kinder. Puffi, Servus! Bussi, Puffi, Puffi! Bussi, Kasperl, Bussi! Bums, der Nazl, ist das schön, dass ihr schon da seid. Da werde ich euch gleich begrüßen. Gut. Aber ganz, ganz leise. Psst. Zippeti, zippeti, zappeti, zupp. Einmal schwipp und einmal schwupp. Pifzi, pafzi, tralala. Und der Kasperl, der ist da. Seid ihr auch alle da? Super. Das war aber leise. Das war so leise wie die Mäuse. Mhm. Seid ihr wirklich alle da? Der Nazl, das ist fein. So soll es sein, dass du den Kasperl immer freuen willst. Ja, Kasperl, so. Aber jetzt sage ich dir was. Ja, sag du mir was. Du hast deine Schuhe vor unserer Tür stehen lassen. Mhm. Vielleicht hätte sie da jemand stehlen können, ha? Puffi? Ja? Du, das sind nicht meine Schuhe. Was? Na, schau doch, die wären mir doch viel zu groß. Mhm. Habe ich recht, Kinder? Siehst? Hm? Siehst du, Puffi, weißt du was? Ja? Wir fragen später in unserer ganzen Straße, wem diese Schuchel da eigentlich gehören. Ha? Gut. Jetzt habe ich aber einen riesen Kasperlhunger. Was gibt's denn heute zu Jause? Vielleicht eine Brause? Nein. Oder Puffi, hast du im Kasten gibt's keine Jause. Aber vielleicht hast du ein Knödelballerchinken gekocht? Nein. Nein, nein. Oder vielleicht eine gezuckerte Würsteltorte. Schmatz, 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 schmatz. Nein? Nein, Kasperl. Puffi? Ja? Der riecht so nach Käse. Käse? Hast du eine Käseplatte gemacht oder ist das dein Stinkgeflosser? Aber nein, ja. Ui, das Kasperl. Stinkt. Ja, es stinkt wirklich. Ja. Also eine gezuckerte Würsteltorte wäre mir lieber gewesen. Na, Kasperl, spott nur. Aber ich möchte nur sagen, immer muss ich alles wegräumen, ich ganz alleine. Und da vergesse ich halt manchmal was, ja? Der Puffi, ich räume auch zusammen. Du bist ein angerührtes Drachenwürstel. Mhm. Naja, ist ja nicht schlimm. Dann koche ich halt selber. Kinder, ich koche uns eine Karottensuppe mit Kokoschokolade. Sehr erfreut, liebe Pupo. Brüder, wir sind der Kasperl. Und der Puffi. Ja. Guten Tag. Ja. Wir laden euch zu einer Zirkusvorstellung ein. Mhm. Ihr sollt unsere Ehrengäste sein. Ja. Huck. Wir freuen uns. Huck. Danke. Dankeschön. Wir kommen gern. Huck. Auf Wiedersehen, Kasperl und Puffi. Ja. Sucht den grünen Mann und bestraft ihn. Er will euch Böses. Das wissen wir, großer Herr Häuptling. Ja. Und nun, meine Brüder, nehmt unsere Schuhe. Wir haben unsere Zirkusnummer. Was ist jetzt los? Bums, der Nazl. Herr Palatschinki. Jetzt hat er sich die Schuchel und ihre Brüder geholt, der grüne Mann. So wahr ich Häuptling Pilatschi bin, dieser grüne Mann wird bestraft werden. Ich grabe das Kriegsbeil aus. Oh, ja, Herr der Puffi und ich, wir graben auch aus. Genau. Was wir finden, auch das Kriegsbeil. Ja, oder wie man auf gut Indianisch sagt. Ja, genau. Ja. Hau. Wen haust du? Den Tintifax, wen sonst? Ach so, ja, den Tintifax. Kinder, der Puffi und ich, wir sausen jetzt aufs Schloss des Tintifax. Ja. Und Sie, Herr Indianerhäuptling, Sie gehen derweil in den Zirkus zurück, ja? Sie müssen uns vertrauen, wir werden diesen grünen Mann überlisten. Ich werde bei euch sein, wenn ihr mich braucht, ihr tapferen Bleichgesichter.
Mein Zauber ist größer als der Zauber des grünen Mannes. Mhm. Ja, hoffentlich, Herr Kinder, ja. Liebe tapfere Brüder und Schwestern, ihr kommt doch auch alle mit uns, ja. Oder? Ja, super. Also auf zum Schloss vom Tintifax. Auf ja. Drei sausen wir los. Eins, zwei, drei, los! Los geht's, Kaschkalerasch, zum Schloss.